Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zur Auslosung meiner beiden aktuellen Gewinnspiele. Ja, es ist jetzt heute Samstag. Bis gestern Mitternacht liefen ja zwei Gewinnspiele bei mir: einmal zum Thema Katzen, einmal zum Thema Beauty. Und ich habe euch ja versprochen, ich lose heute auch aus. Es wird zwei Gewinner bei den Katzenpaketen geben und es gibt zwei Gewinner bei den Beauty-Paketen. Ich verlinke euch unten in der Infobox noch einmal, welche Pakete welche sind. Und da könnt ihr nochmal nachschauen. Ja, ich habe einmal hier mein Vanilla Satin Glas, in dem die ganzen Teilnahmen zu dem Katzengewinnspiel sind. Das waren phänomenale 65, die ich zählen konnte. Und ihr habt alle ganz fleißig geschrieben, kommentiert. Sehr viele von euch haben auch extra Schleimpunkte gekriegt. Natürlich nur im Kopf, ne? Also nicht jetzt, dass ihr da extra gewinnen könnt oder so. Jeder hat ein Los. Und ich habe hier mein Vanilla Snowflake Glas gefüllt mit den, wie viel war es, 23 Teilnahmen bei dem Beauty-Gewinnspiel. Das heißt, die Chancen bei dem Beauty-Gewinnspiel sind eigentlich sehr hoch. Und ja, da habe ich ja mal wieder gesehen, dass meine Nische absolute Kerzen sind. Ich drehe das Ganze jetzt gerade auf meinem Handy und auch auf, ja, an meinem Arbeitstisch. Ich hoffe, die Qualität ist soweit okay. Und dann legen wir einfach mal los. Ich werde nicht großartig die Gewinner einblenden. Ich will das Video wirklich kurz, basic und to the point halten und habe leider nicht so viel Zeit zum, ja, nur zum Schneiden halt, aber nicht groß zum Editing oder so. Ihr seht im Hintergrund jetzt das ganze Chaos mit den Kisten und allem und ja, also ich hoffe, das irritiert euch jetzt nicht. Legen wir einfach mal los und losen mal die beiden Gewinner der Kerzenpakete aus. Ich habe die Zettel schon so gut wie möglich gemischt. Ich greife jetzt einfach mal rein und ziehe den ersten Gewinner. Ich habe einen. Gucken wir mal. Ich hoffe, mein Handy nimmt auch alles gut auf. Und zwar ist Gewinner von Paket 1 der Kerzen Araya Stark. Ich finde deinen Namen übrigens immer richtig geil, wenn ich ihn lese. Und sie hat geschrieben, ich bin ein Duftfan und mittlerweile auch ein Fan von deinen Videos. Oh, danke schön. Ich höre dir gerne zu, wenn es mal wieder um Kerzen geht. Ein Abo lasse ich dir auch mal hier. Vielen lieben Dank. Ich freue mich. Hier seht ihr den Kommentar. Ich hoffe, ich sehe das jetzt gerade alles spiegelverkehrt. Ich hoffe, ihr seht das nachher nicht so. Wäre ein bisschen doof. Aber ich denke, wir werden es überleben. Und Gewinner Nummer 2 ist. Ja, das ist Gewinner Nummer 2 ist Stella Luna. Sie schreibt: Ich bin ein Duftfan. Oh ja, wenn du, denn du hattest mich im Sommer mit Yankee angefixt. Würde mich riesig über den Gewinn freuen, gerade weil die Sets so gut gemischt sind. Dankeschön. Könnte mich gar nicht entscheiden. Alles Gute für die OP, den Umzug und eine stressfreie Weihnachtszeit. Da haben wir Kommentar Nummer 2, also Gewinner Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe nur gerade noch die Zahlen drauf, damit ich nachher nicht durcheinander komme. Ja, meine Zahn-OP ging gut. Innerhalb von 5 Minuten waren meine Weisheitszähne raus. Ich habe mich sehr gut erholt. Alles war tutti. Jetzt die Fäden auf der einen Seite sind irgendwie gestern Abend von selber flöten gegangen und auf der anderen Seite, da werden die am Dienstag gezogen. Ja, alles gut. Ich lebe noch. Kommen wir ganz kurz und knackig zu den beiden Gewinnern des Beauty-Gewinnspiels. Da mische ich noch einmal durch. Gewinner Nummer 1 des ersten Beauty-Paketes ist Katmomuli. Oh ja, da mache ich doch gerne mit. Ich bin ein Beauty-Fan. Alles Gute für deine Zahn-OP. Dankeschön, lief gut. Und auch für deinen Umzug. Danke, ich arbeite dran. Viele liebe Grüße, Ruth. Also, liebe Ruth, da bist du. Du bist Gewinner Nummer 1 von Beauty. Und Gewinner Nummer 2, ganz kurz und knackig, ganz kurz und knackig. Ist, oh, das waren jetzt zwei. Mal schauen. Oh, wir haben einen doppelten Gewinner. Bastian Balthasar, sie schreibt, ich bin ein Beauty-Fan. Vielen Dank für die erneute Verlosung und für deine Zahn-OP. Alles Gute. Ja, die Liebe hat im Moment echt Glück. Sie hat ja schon das Trostpreis-Duschgel, glaube ich, war das, gewonnen. Also es ist alles fair verlaufen. Ihr habt gesehen, ich habe gebuddelt. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr alle teilgenommen habt. Und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich freue mich für euch. Ich werde bestimmt nächstes Jahr noch mehr Gewinnspiele machen. Mal gucken, wie ich das so
Veranstalter. Ich habe mich echt über die Teilnahmen gefreut, über all eure lieben Worte. Ihr wart so, so, so lieb. Ich habe mich wirklich gefreut und mal wieder habe ich sehr viele bekannte Gesichter gesehen. Das fand ich mega. Ich werde dann gucken, dass ich alles unten reinschreibe in die Infobox, also wie ihr mich erreicht und die Links für die beiden Pakete-Videos, dass ihr nochmal gucken könnt, dass die Gewinner gucken können, was habt ihr gewonnen. Diejenigen von euch, die gewonnen haben, schreibt mir doch bitte, bitte, bitte unter der unten aufgelisteten E-Mail-Adresse eine Adresse mit euren Daten und damit ich alles losschicken kann, ich werde das so schnell wie möglich erledigen. Und ja, ganz wichtig ist, dass ihr bitte oben in die Betreffzeile reinschreibt, entweder Beauty Paket 1 oder 2 oder Kerze Paket 1 oder 2, damit ich euch richtig zuordnen kann, weil ich ja nicht von jedem den klaren Namen weiß, deswegen, ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und sehe euch dann hoffentlich bald wieder in dem Video. Ich habe ganz viel vorgedreht. Ich habe, glaube ich, bis jetzt 8 Videos vorgedreht. Die werden bis Anfang Januar nach und nach online kommen. Also wundert euch bitte nicht über diese wiederkehrenden und verwurschtelten Outfits. Ich habe die ein bisschen umsortiert. Und ich werde jetzt morgen noch ein kleines Weihnachtsansprachevideo drehen. Und dann bin ich damit erstmal durch. Und verabschiede mich jetzt erstmal live von euch bis ins neue Jahr. Ihr werdet dann, wie gesagt, noch ganz viel Vorgedrehtes sehen, sowohl im Bereich Beauty als auch Kerzen. Und damit mein Handy nachher nicht in die Knie geht, was das Abspeichern angeht, bis dann!